Es war das, was man ein Beziehungsdrama nennen würde, mitten in der sozialistischen Wirklichkeit der DDR. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern richtig Drama. Und das Ganze mit Musik von City am Fenster. Der Film hat diesen Song unglaublich populär gemacht. Und vor allem dieser Film, Bis dass der Tod euch scheidet von Heiner Caro, war der Durchbruch für die junge Katrin Saß. Verehrtes Paar, im Leben eines jeden Menschen gibt es viele Höhepunkte. Ein ganz besonderer Höhepunkt Hochzeit. In ihrem Leben. Man hört die Standesbeamte, im Park rascheln sanft die Blätter dazu. Das traute Paar, Sonja und Jens, Anfang 20. In der DDR ein normales Alter zur Familiengründung. Sag, dass du mich liebst, Jens. Ich liebe dich, Sonja. Hey, was frei, hochlebe Brautpaar. Oh. Die feuchtfröhliche Feier in der ausgebauten Ladenwohnung im Prenzlauer Berg. Wie selbstverständlich sind die Arbeitskollegen vom Bau und aus der Kaufhalle dabei. Alles könnte nun seinen sozialistischen Gang gehen. So beginnt, bis dass der Tod euch scheidet. 1979 der neue Film von Heiner Caro, 6 Jahre nach seiner Legende von Paul und Paula. Caro erzählt nun quasi die Geschichte nach dem vermeintlichen Happy End, zum Teil schonungslos realistisch und wenig romantisch. Das Drehbuch stammt von Günther Rücker. Die Hauptrollen besetzt mit 2 unbekannten Debütanten, Martin Seifert und Katrin Saß. In der DDR ging man in keine Russenfilme und in keine DEFA-Filme. Aber in diesem Film rannten die Leute, einfach weil sie Heiner Caro kannten. Uns kannte ja kein Mensch. In Bis dass der Tod euch scheidet gibt es im Prinzip kaum realsozialistische Mängel zu besichtigen, die das private Glück vorhersehbar stören könnten. Ganz im Gegenteil, das junge Paar bekommt eine Neubauwohnung. Und doch gibt es bald heftigen Streit. Mehr noch, Jens schlägt Sonja. Der Grund, nach einem Jahr mit dem ersten Kind zu Hause will sie wieder arbeiten gehen. Einmal wissen, dieses bleibt für immer. Unüberhörbar. Die Musik zum Film kommt von City. Wann ist etwas für immer? Und was, wenn es vorher zu Ende ist? Als Sonja hinter Jens Rücken zwar nicht arbeiten geht, aber doch erfolgreich zu einer Weiterbildung, eskaliert die Situation. Er betrinkt sich, schlägt sie. Zwischendurch Versöhnungssex. Er schlägt wieder zu, als sie ein 2. Kind hat abtreiben lassen. Von wem war das Kind? Von dir, von einem Säufer, von einem Schläger, von dir! Nach der neuerlichen Prügelattacke lässt Sonja schließlich zu, dass Jens aus Versehen Säure aus einer Wasserflasche trinkt und im Krankenhaus landet. Er hat's gut gewollt, ich hab's gut gewollt, alle haben's gut gewollt. Und doch ist alles daneben gegangen. Und doch habe ich ihm das Gift zu saufen gegeben. So habe ich ihn gehasst. Caro zeigt, wie sich in der DDR Rollenbilder gewandelt haben. Zeigt starke Frauen, die selbstbewusst über ihr Leben entscheiden wollen. Doch das führt auch zu Konflikten, die indes offiziell seltener besprochen werden. Heiner Caro. Die Zahl der Ehescheidungen in unserem Lande ist Weltspitze. Auch, dass Männer ihre Frauen schlagen, also alle diese Erscheinungen gibt es ja. Also es ist eine Masse, was dort eigentlich sozusagen der Film versucht, an Erscheinungen öffentlich zu machen. Was ihn auch möglicherweise schockierend macht für manche. Bis dass der Tod euch scheidet. Heiner Caros Film stellt einerseits noch immer aktuelle Fragen nach Lebens- und Liebesentwürfen, nach Rollenbildern, danach, was Partnerschaft bedeutet. Andererseits taugt er auch als Blick ins Innenleben der DDR, 10 Jahre vor dem Mauerfall. Es wurde wirklich gelebt und geliebt in diesem Land, gehasst, geprügelt, geholfen, verzweifelt, jede Menge gefeiert und gesoffen.